Ja, wunderbar, weil da gab es ja auch noch Kohle. Da hatte ich mir die Werkbank hingebaut. So, die können wir dann eigentlich. Auf der anderen Seite, wir können uns auch bei den Zombies spawnen, eine Basis bauen. Wie gesagt, wir haben die ja jetzt ausgeleuchtet, dann ist das ja halb so wild. Ich will ja eh noch darunter. So, die nehme ich wieder mit. Wunderbar. Dich habe ich und dich habe ich. Bist du dann hier? Ja, du bist okay. Und dann Geronimo darunter. Und dann würde ich mir Kohle nehmen, Kohle nehmen. Knochen, Knochen. Birkensetzling, Sattel, Namentag, Namentag. Essen, Essen. Und ich würde die Kisten gerne mitnehmen. Perfekt. Und dann ist mein Inventar auch schon wieder voll. Das heißt, ich sollte zurück zum Hauptsitz. Da gibt es noch Eisen in der Wand. Aber ich gehe jetzt erstmal hier runter. Zurück zur Eisenbahnlinie. Und was ist denn hier nochmal? Hier ist der Spaß, den ich schon komplett aufgefrühstückt habe, oder wie? Nein, ich kann den Schwarzpulver nicht mitnehmen. Ist ja bitter. So, dann würde ich hier dich vielleicht noch mitnehmen wollen. Und dann würde ich dich mit Holz wieder zumachen wollen. Und dann würde ich hier vielleicht mit Holz da wieder hochgehen wollen. Und dann hätten wir den Bereich hier eigentlich auch schon fast fertig. Wir können hier natürlich noch ein bisschen in die Wand, um das Eisen rauszuholen. Und woanders gab es ja auch noch Eisen in der Wand. Das war, glaube ich, weiter hinten, ne? So. Ja. Zack. 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 Und ich nochmal. Super. Okay. Boah, Halleluja, du. Alte Drecksau. Boah, meine Fresse. Da ist mir kurz das Herz in die Hose gegangen, ey. Halleluja. Die sind immer so unglaublich fies im Anschleichen. Okay, also ich wollte jetzt eigentlich die Schienen langlaufen und sagen, guck mal, hier kann man ja wieder noch Zeug rausholen. Da ist noch eine Spinne. Wobei bei mir jetzt natürlich es so ist, dass wir gerade relativ viel wertvolles Zeug dabei haben. Also für meine Verhältnisse wertvoll. Deswegen würde ich eigentlich wieder gerne zum Hauptlager zurückgehen. Da war noch das Eisen, genau. Zum Hauptlager zurückgehen und unser Zeug da erstmal ablegen. Ja,
Genau so war das. Wunderbar. Und dann würde ich mal schauen, gibt es hier irgendwo einen Creep? Und dann würde ich da eigentlich ganz gerne einen vernünftigen Ein- und Ausstieg bauen. So, als erstes kommt die Kiste weg. Dann würde ich vielleicht mal die Schienen wegtun. Die können wir eigentlich auffüllen. Apropos, Eisen hätte ich jetzt auch ein bisschen was. Die Kohle können wir weg, Brot können wir weg, Sattel können wir weg, Namenstext können wir weg, Schleimis können wir weg. So, wenn ich hier aber gerade am Rumhängen bin, dann bin ich eigentlich fast am Überlegen, ob ich mir hier nicht eine Hütte baue. Versteht ihr, wie ich denke? Also die Idee wäre quasi die, dass ich sage, okay, ich baue eine Hütte. Quasi für die Minenarbeiter hier. Das wäre ja eigentlich fast eine Möglichkeit. Dann haben wir auch einen Grund, warum man da einen Weg hinbauen könnte. Also, wie gesagt, wir sind ja jetzt hier und würden uns ein Weilchen mit dieser Mine beschäftigen. Und eine der Möglichkeiten, sich mit dieser Mine zu beschäftigen, ist ja, so, habe ich Erde dabei? Jetzt ja. Gut. Dann würde ich da mal die Erde mitnehmen wollen. Ja, ist ja gut. So, dann würde ich da mal die Erde mitnehmen wollen. Hier würde ich aber eigentlich das Holz hinhauen möchten. Hier würde ich das Holz hinhauen möchten. Meine Herren Kanalarbeiter, das ist ja wieder mal. Okay, da. Das sollte ja irgendwie halbwegs symmetrisch sein. Ich will aber einen Dreiergang. Das passt mit der Symmetrie dann nicht. Schade. Aber es muss dann hier sein. Es muss hier sein, das geht nicht anders. So. Und dann würden wir von da oben uns mal hier runterbauen. Also, das heißt, ich hole die ganze Erde ein. Zack. Und jetzt wirklich erstmal nur die Erde. Weil wir abhängig davon, wie das mit der Erde aussieht oder dem Fels darunter, uns überlegen, wie wir hier wirklich den Abgang gestalten. Keine Schaufel mehr. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt wieder ein paar Schaufeln. Stäbchen habe ich ja noch. Kobbels habe ich auch. Zack, Birkensetzlinge würde ich eigentlich ganz gerne wegtun. So. Das Fleisch kann gerade auch weg. Kann auch weg, kann auch weg. Knochen kann auch weg. Pfeile können von mir aus auch weg. Benutze ich gerade eh nicht. Die Kohle kann auch weg. Fackeln habe ich derzeit genug. Okay. So. So, die Erde hier ist alles weg. Die Erde hier ist weg. Die Erde ist weg. Die Erde ist weg. Also, wie gesagt, wir kommen hier runter und dann geht es eigentlich auch schon los.
Okay, gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen. Jetzt kommt hauptsächlich Erde. Ich sollte die Erde hier einsammeln übrigens. Jetzt kommt hauptsächlich Erde. Jetzt wird es ein bisschen blöder, hier eine sinnvolle Lösung zu finden. Nein, 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 nein! Drecksviech, ey. Okay. Also, Erde. Zu. 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 Zu, zu, zu. Also, wir machen das jetzt ganz unsauber zu. Das ist mir gerade egal, wenn da ein paar Löcher drin liegen. So. So, was ich möchte hier ist den da haben. Dann würde ich hier gerne nochmal ein Erdloch zumachen. So. Dich würde ich ganz gerne noch wegmachen. Dich noch, dich noch. Dich noch. Dich auch. Okay. Und dich. Gewittert es auch noch im Winter. Okay. So, dann würde ich hier ganz gerne zumachen. So. Das ist jetzt ein bisschen suboptimal. Weil das bedeutet, dass hier ein bisschen die Monster spawnen, worauf ich gerade noch nicht wirklich Lust habe. Ich wollte jetzt eigentlich den Einstieg in diese Höhle machen. Und wenn ich jetzt so am Überlegen bin, muss ich den eigentlich von unten machen, nicht von oben. Dann probieren wir das doch mal. Ich finde es voll witzig eigentlich, das mit diesem... mit diesem Unwetter gerade. Was halt das Problem ist, ist, dass jetzt Creeper kommen, und zwar gar nicht wenige. So. Wenn du hier sagst, du bist du, dann muss es ja so sein. So, dann kannst du so sein. Hier würde ich auch noch ganz gerne zumachen. Und ach, du kannst eigentlich offen bleiben. Okay. Und dann sagst du, du und du. Du und du. Du und du. Du und du. Lass mich in Ruhe. So, von hier hinten kommt keiner. Lasst mich in Ruhe. Ich bin jetzt eigentlich versucht, nach Hause zu laufen, aber hallo Esel. So. Was wir natürlich auch machen könnten, ist, wir könnten hier in dieses Loch, wie bei diesen Steinmetzen, uns eine Hütte hauen. Aber da habe ich eigentlich gerade keine große Lust zu. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Ich glaube, das mit dem Unwetter wird nicht besser. Ich habe aber auch kein Bett und die Türen habe ich. Habe ich Türen hier? Ne, die Türen habe ich zu Hause liegen lassen. Okay. Dann bleibst du eben zu Hause liegen.
Ein bisschen. So, die Frage ist halt, was machen wir in der Zwischenzeit? Ich würde hier ganz gerne eigentlich einen bisschen größeren Durchgang machen. Hier liegen ja immer noch Schienen rum. Okay. Kommt denn der her eigentlich? Ist das hier immer noch nicht ausgeleuchtet genug? Und da unten sind schon wieder Schleimis. Also irgendwie ist das mit der Ausleuchte hier nicht ganz so sinnvoll oder nicht ganz richtig. Hier spawnen mir immer noch viel zu viele Leute. Ich meine, die Höhle ist cool, also. Wir können uns jetzt mal hier diesen Kies einsammeln. Mit dem Kies können wir dann übrigens einen Weg machen. Da müssen wir uns dann mal überlegen, wie wir den sinnvoll legen. Was wir aber eben machen können, ist mit dem Kies, wir können uns einen Weg zum unserem Haupthaus ziehen. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so blöd. Den würden wir aber dann üblicherweise, würde ich eigentlich fast sagen, also ein Weg. Ein Weg, der ein Weg ist ein Weg. Nee, ein Weg ist üblicherweise einen breit. Ich weiß, ich mag das eigentlich immer ganz gerne. Kopfsteinpflaster, hier bitte. So. Also das mache ich jetzt einfach nur so zu. Den füllen wir jetzt nicht auf. Das sollte auch reichen, dass da drin keine Viecher spawnen. Würde ich hoffen. Und wenn doch, dann ist ja auch egal. So. Also wie gesagt, wir machen uns da oben quasi eine Hütte, so für diese Minenarbeiter hier. Da würde ich jetzt auch gerne eine Fackel hinsetzen. Für die Minenarbeiter würden wir uns da oben eine Hütte hinsetzen. Ach nee, das ist der Baum. Ich wollte gerade sagen, sind mir die Sterne? Nee, das ist der Baum. Okay. Dann würde ich hier mal noch ein bisschen Holzweg hin tun. Wobei, braucht man nicht. So, würden uns dann quasi mit dem Kies einen Weg zurücklegen zu unserem Haus. Da müssen wir uns halt dann noch überlegen, was ist der beste Weg. Und mit Kies ist ja so diese Trampelpfade mit Kies, die sind halt quasi einen breit. Also das sind ja keine Fuhrwege in dem Sinn, sondern das sind eigentlich wirklich so Trampelpfade mit Kies. Und die sind halt einen breit und das bedeutet dann im Endeffekt, ihr könnt ihr natürlich auch noch da schief hochgehen. Und da oben ist immer noch die Spinne von vorher. Aber dieser Kies-Trampelweg, der bedeutet letztendlich für mich halt eine Verbindung, also das ist quasi für mich so ein bisschen der Wegweiser, wie komme ich denn von einem Punkt zum anderen. Und der ist dann auch immer ganz geeignet, um festzulegen, wie das denn sonst klappen kann. Wir können das theoretisch ausprobieren. Wir können jetzt hochgehen auf den Berg. Wir könnten ja auch mal die Monster ausschalten. Wenn ich wüsste wie, dann können wir da hochgehen auf den Berg und dann können wir mal gucken, wo wir da so wären. Aber an der Stelle jetzt würde ich ganz gerne mal eine Aufnahmepause mal wieder machen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch eine tolle Zeit. Cheerio mit Au und man sieht sich hoffentlich wieder. Bis dann. Ciao.